Morgen aus unserem Garten. Die Kinder, die spielen bereits schön. Die Anne, die spielt immer so schön mit Kalle und Madita. Familie, zeigt euch das mal. Und Puppen. Und der Kalle, der belädt hier so gerade seinen Anhänger. Ne, Kalle? Um. Ganz viel Sand machst du rein. Der Sand hat den Sandkasten. Ja, die Wäsche hängt auch schon. Ich habe früh gleich gewaschen. Mama. Ja? Ein Auto? Ja. Ja? Ich glaube, das ist super. Danke, danke. Und jetzt gehe ich mal zum Tino gucken. Der baut gerade den Bock auf. Weil wir möchten heute zum Mittagessen gern Langosch machen. Der Teig ist schon fertig. Oh ja. Und hier? Der war ein bisschen lange nicht benutzt. Jetzt musste ich die schöne Patina rausschleifen und den neu ölen, weil da hatte ganz viel Flugrost dran. Das habe ich mal irgendwie keinen anderen Rad gesehen. Braucht natürlich eine neue Patina. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wir frittieren euch gleich mal. Ja. Und das ist ja, hast du schon erzählt? Nee, habe ich noch nie erzählt. Den haben wir ja mitgebracht, damals, wo wir das erste Mal in Thailand waren. 2004. Ja. 2004. Kinderlos. Da haben wir den noch im Rucksack mit sozusagen mitgeschleppt. Mitgeschleppt, das stimmt. Ja, wir waren im Rucksack da gewesen, das waren 4 oder 5 Wochen. Und hatten den, genau, den unterwegs da gekauft und eine ganze Weile durch die Gegend getragen. Deswegen haben wir da auch eine sehr intensive Bindung zu dem Gerät. Ich habe es dann ausprobiert vorhin, es funktioniert noch, was ja auch schön ist. So, der Ablagering, falls man braucht, das Ding muss ich nochmal putzen. Der Kalle jetzt hier hinten. Ich dachte, jetzt fährst du hier runter, Kalle. Nein, er räumt wieder aus. Aber was ich euch noch zeigen möchte, was wir gestern entdeckt haben, oder die Kinder haben es entdeckt, und zwar haben wir in unserem Holz hier oben ein Nest. Da sitzt eine Amselmama und die brütet fleißig. Ja, ich hoffe, man konnte sie jetzt sehen. Genau, und die sitzt hier fleißig den ganzen Tag im Nest und brütet. Und der Kalle hier. Tada! Was machst du jetzt mit dem Sand? Keine Antwort. War er weg. Ich gehe mal zum Tino gucken. Zeig mal dein Baby. Wie heißt dein Baby? Baby von Annabelle. Baby von Annabelle. Angeblich. Wie sieht das Kinderwagen? Hey. Ich meine, das ist mein Kinderwagen. Runter weg. Fährt der Kalle deinen Kinderwagen weg? Ja. Sie hat einen Panzer. Sie hat einen Panzer. Wie eine Schildkröte? Ja. Eine pinke Schildkröte. Eine pinke Schildkröte hast du. Sehr witzig. Mit Menschenkopf. Was macht dein Baby so, Kalle? Schläft? Oh, der Kalle fährt Blümchen spazieren. Schick? Schick aus. Beet. Ein Beet. Ja, Leute laufen. Ja, toll. Gefährlich mit den vielen Fahrzeugen hier. Hier ist noch was, der Teig fehlt. Ja, den würde ich noch ein bisschen drin stehen lassen. Ja. Der muss noch gehen. Und ich mache zurzeit total gern Hula Hoop. Versuche ich täglich zu machen. Ah, ach du Juanita, der Reifen. Immer wieder zwischendurch, wie es die Zeit erlaubt. Lalalala. Lalalala. Die Anne ist auch sportlich unterwegs heute. Oing, oing, oing. Die Anne hat nur den Kinder aufgenommen.
Arme nach vorn lang. Ein Arm, mach erstmal einen Arm. Hm. Supi! Wow! Das war super! So, welche Bäume sind noch frei? Welche Bäume sind noch frei? Die Bäume schlafen. Jetzt sind wir hier das Hula-Team. Ist sogar die Sonne rausgekommen? Schlamme. Oh, der Tino zündet gerade jetzt hier. Ui. Da geht was. Da geht was. Sehr schön. Jetzt kommt das Öl hinein. Die ganze Packung? Die ganze Packung Öl. Achtung. Wieso? Einfach mal den Teig frittieren. Da muss der richtig im Öl drin schwimmen. Da muss richtig im Öl schwimmen heute. Ja. Ja, vielleicht brauchen wir zwei Packen. Das ist aber jetzt nicht ganz so genau. Ne? Eine ist knapp, denke ich auch. Ja, dann machen wir die zwei rein. Das ist schon laut, ne? Aber das Muster, was du aus. Das Muster, was da drin ist, ja. Ja. Ein Ölfilm. Wie sind wir nicht? Da, da muss das Öl noch heiß werden. Ja. 2 Liter Öl sind jetzt im Bock. Irgendwie, das ist nämlich eine ganz schön klebrige Angelegenheit. Da war der Langosteig, haben wir gelesen. Da erinnern wir uns auch, dass der so doch relativ weich sein muss. Es gibt auch Rezepte, die sagen, man soll die Hände in Öl tunken, tauchen. So, und dann soll man den so ziehen, ne? Genau, der wird jetzt gezogen, dass der in der Mitte ein bisschen flacher einfach ist. So. So, und jetzt einfach rein. So. Ja? Genau. So. Und dann ins Öl. Dann ins Öl. Genau so. Deswegen Abstand. Alter Schwede. Oh, wow. Und dann mal wenden. Ach, hast du deine Kelle da? Sehr gut. Und dann haben wir nämlich da in der Mitte die Kohle. Oh, sieht das gut aus. Und dann ist der eigentlich schon fertig. Das geht total schnell. Ich würde ihn mal rausholen. Ja, und hier drauf. Ach, muss das Öl abfließen hier. Ja. Und dann geben wir den hier drauf. So. Das geht flotter Ratte. Und dann. Hier in der Schüssel saure Sahne, das läuft der Tino neues Bild, also saure Sahne. Ja, ich muss ja weitermachen. Kommt hier so ein bisschen drauf? Das hat die Knoblauch vergessen. Mach ich den Knoblauch jetzt. Wir haben hier kleingeschnittenen Knoblauch in Salzwasser ein bisschen eingelegt. Davon kommt was drüber. Warum Salzwasser? Damit er nicht so scharf ist und brennt im Mund. Weil sich der Geschmack besser verteilt, dann über diese Flüssigkeit einfach. Und dann kommt Käse drüber. Mmh. Und dann haben wir hier einen Teller. Und da kommt das drauf. Und, jetzt sieht das und dann überreiche ich den. Ihr lieben Anne, lass es dir schmecken. Du darfst den ersten probieren. Ja. Bitteschön. Anne, wir sind alle sehr gespannt. Wir essen quasi mit dir. Oh, der ist eine Bombe. Ein bisschen heiß, aber... ein bisschen scharf vom Knoblauch. Und der Knoblauch ist ein bisschen scharf, aber lecker. Und beim Tino geht es jetzt hier ab, hier wie beim Brezelbacken. Ich muss gleich ein bisschen unterstützen, dass man hier ein bisschen zügiger vorwärts kommt. So? Jawohl. Ich kümmere mich um die, die dann im Öl sind, Tino. Man muss die irgendwie so auseinanderziehen, ne? Ja. Aber ich weiß nicht. Das machst du hervorragend. Mhm. Ja. Ich habe hier auch mal ein bisschen die Hitze runtergenommen. Ich kümmere mich hier, du machst den nächsten einfach. Soll ich irgendwie oh, dann sehen wir es nochmal gut. Ja, wir haben nämlich auf unserer Reise in der Türkei waschechte Ungarn getroffen. Ja, den Harry und seine Familie. Jawohl, liebe Grüße an euch. Und genau, die haben für uns leckere Langosch nach original ungarischem Rezept zubereitet. Und die waren echt ein Traum. Und heute haben wir das zum ersten Mal...
Oder wir probieren das heute auch zum ersten Mal nach. Ja. Und es scheint wirklich gut zu werden. Und die sind auch lecker. Es ist richtig gut. Oh, jetzt hier. Oh ja, die sehen schon. Man merkt jetzt hier langsam, schleicht sich Routine ein. Ne? Ja. Ich wende den noch mal. Sehr gut, sehr gut. Ja. Das ist gleich fertig. Den hole ich jetzt raus. Mhm. Der sieht auch gut aus. Ich kann hier ein bisschen Platz machen, dass du hier aufs Küchentuch kannst. So sieht es perfekt aus. Wenn sich die Blase so nach oben bildet, die Luftblase, dann kriegen sie die schöne Kuhle in der Mitte. So, jetzt hat der Tino hier wieder den nächsten Teig reingetan. Da kannst du schon. Machen wir heute hier so ein bisschen draußen Buffet hier. Ansturm. Mhm. So, Karl, guck. Ach, die Anne hilft schön. Erst das hier. Was? Die da. Kannst doch ohne etwas. Kann ich mal versuchen, das nächste Mal so zu wenden, dass man nicht das ganze heiße Öl. Ich hab gerade ein bisschen gespritzt. Tut mir leid. Ich hab's gemerkt. Setzen wir uns an den Tisch? Ja. Komm, ich frag dich. Oh, danke Anne, das machst du toll. Geh ich doch gleich mal gucken zu den Kleinen hier. So, jetzt schaue ich mal zu den Kindern. Zu den ersten Kindern, es fehlen ja schließlich noch welche hier am Tisch. Und bleibt Lena und Juli. Die Juli und die Lena fehlen noch, genau. Hm. Haben wir genügend, um ganz viele zu machen? Wir machen ganz viele. Kann jeder zwei essen. Oder kann ich drei essen? Ja, wenn so viel da sind, kannst du auch drei essen, wenn du das schaffst. Ja. Ich will auch drei essen. Du willst auch drei essen? Ja, scheint echt lecker zu sein. Wenn jeder drei essen möchte, ist das ein gutes Zeichen bei uns.